So, dann Burinka greift nochmal an, trotz Verletzung am Knie, quasi humpelnd an das Gerätefinale, an den Ringen. Ja, wollte sich ja durch den Mehrkampf seine Chance auf diesen Start wahren. Vielleicht hat es genützt und bringt ihm eine Medaille ein. Der dritte der WM von Brisbane an diesem Gerät. Hier wieder das Kopfkreuz. Die Turner machen das, als ob es nichts wäre. Sie müssen sich mal zu Hause zwischen die Stühle setzen und sich versuchen, im Stütz zu halten. Da merken sie, was das für eine Kraftanstrengung ist. Doppelsalto gestreckt, der Abgang von Dan Burinka. Also was Sie jetzt sehen im Augenblick an den Ringen, auch am Sprung vorhin, auch bei den Damen, das ist Weltklasse, liebe Kunstfreunde zu Hause.